Wenn ich so versessen auf ihn wäre wie ihr, dann wäre ich ja wohl noch bei ihm, oder? Also, Hirn? Bläm! Autsch! What the fuck? Die Rechte hat mir einen Tritt gegen das Schienbein verpasst. Mensch, sehr erwachsen. Hau bloß ab! Wir wollen dich hier nicht mehr sehen, klar? Hey, lass das! Sie haben mir die Tüte mit den Geschenken aus der Hand gerissen und sie über den Boden ausgekippt. Ups! Ihr seid echt bescheuert. Ich werde den Sicherheitsdienst rufen. Für so eine Kleinigkeit willst du Hilfe rufen? Das passiert doch jedem Mal. Ups, das war ein Versehen. Dirk hat seine Cola über die Mädchen verschüttet. Hey, das war eine nette Aktion. Was soll das denn? Und sogar noch Cola. Oh Gott, meine Klamotten sind völlig im Eimer. Oh. Kommt schon, Ladies. Ihr werdet euch doch nicht wegen so einer Kleinigkeit beschweren. Das passiert doch jedem Mal. Oh, was? Die Mädels sind schnell zum Ausgang des Einkaufszentrums gegangen. Ganz ehrlich, das war nett. Das war eine nette Aktion. Hat er etwa doch ein gutes Herz? Und ich fand sie sogar noch nett. Ich habe die Geschenke aufgesammelt, ohne ihn anzusehen. Zum Glück war alles noch ganz. Dirk hat mir geholfen, alles wieder in die Tüte zu räumen. Wegen ihrem Blödsinn habe ich jetzt nichts mehr zu trinken. Komm, wir gehen neue Getränke kaufen. Keine Sorge, wir sind hier in einem Einkaufszentrum. Da waren mehrere Personen, die so aussahen, als würden sie eingreifen, bevor ich dir geholfen habe. Dirk, danke. Du kannst dich bedanken, sobald du etwas zu trinken hast. Vielleicht habe ich ihn falsch eingeschätzt. Ja, komm. Komm jetzt lieber mit mir, sonst verläufst du dich noch wie eben. Ich bin Dirk zur Bäckerei gefolgt. Er hat mir eine Limo und ein Schokocroissant ausgegeben. Du machst es einem als Jung auch echt nicht leicht. Und warum? Als ich dich kennengelernt habe, hast du zum Beispiel wie eine Klette an diesem Rothaarigen mit dem miesen Charakter geklebt. Sprich nicht so von ihm, das ist ein Freund von mir. Jedenfalls ist dieser Freund genau in dem Moment aufgetaucht, als es interessant wurde. Ja, er hat mich gerettet. Und am Ende konnte ich nicht besonders viel Zeit mit dir verbringen. Dakota, das war auch der Plan. Aber jetzt ist niemand da, der mich davon abhalten könnte, ein bisschen Zeit mit dir zu verbringen. Und das ist leider auch das Problem. Hey! Selbst beim Orientierungslauf deiner Schule konnte ich nur kurz mit dir sprechen. Ich hatte schon einen Laufpartner, da konnte ich nicht bei dir bleiben. Du hättest ihn einfach sitzen lassen können, das bin ich ja wohl wert. Da bin ich anderer Meinung. Wir haben uns weiter unterhalten, bis wir ausgetrunken und aufgegessen hatten. So, und jetzt gehen wir aber zum Brillengeschäft. Ne? Zack. Die Brillen hier sind wirklich unglaublich teuer. Guck mal, die hier sind cool, oder? Er hat mir eine schwarze Sonnenbrille gezeigt, an der das einzig ausgefallene der dreistellige Preis war, der auf dem Etikett zu sehen war. Ja. Du wirkst nicht gerade überzeugt. Also, ich finde sie ein bisschen langweilig und überteuert. Das liegt daran, dass du sie nicht genau genug angeguckt hast. Guck mal, hier auf der Seite sieht man die Marke. Wegen diesem kleinen Zeichen ist die Brille also so teuer? Markenklamotten, ist doch klar. Ich nehme sie. Sie gefällt mir echt gut. Dir würde die Sonnenbrille bestimmt auch super stehen. Möchtest du dir nicht auch eine kaufen? Ja, warum nicht? Man muss sich auch mal was gönnen. Nein, lieber nicht. Ich spare das Geld lieber. Und das ist jetzt wirklich der Fall. Ja, ich brauche keine Sonnenbrille. Ich habe genug Accessoires. Danke. Wie du möchtest. Er hat mir den Schultern gezuckt. Ich nehme die hier. Na, oh, Mist. Was ist los? Ich habe mein Portemonnaie verloren, als ich unsere Getränke geholt habe. Ich habe heute auch schon was verloren. Warte hier auf mich, okay? Ich gehe es holen. Oh, warte. Ich kann deine Sonnenbrille bezahlen, wenn du möchtest.
Nein, ich komme mit dir. Kann ich nicht einfach nur okay sagen? Okay, ich warte hier, da muss ich keine Aktionspunkte verschwenden, damit du dein Portemonnaie findest. Das Geld für ihn auslegen werde ich garantiert nicht. Also, nein, ich komme mit dir. Tja. Juhu. Dirk hat den Verkäufer gefragt, ob jemand sein Portemonnaie gefunden habe und ist dann wieder zu mir gekommen. Ich hab es. Einer meiner Klassenkameraden hätte nicht mal gewusst, dass er sein Portemonnaie überhaupt verloren hat. Oh, das war ein mieser Stich gegen Lysenda. Das ist eigentlich so gemein. Echt? Ist er so schusselig? Du kannst dir nicht vorstellen, wie sehr. Er verliert ständig seine Sachen. Ich habe ihm ein Gerät gekauft, damit ihm das nicht mehr passiert. Ich habe Dirk das Geschenk gezeigt. Der Arme, das muss echt nervig sein. Och, er scheint gut damit leben zu können. Er hat ja auch uns und wir finden sowieso seine Sachen immer wieder. Ne? Komm, lass uns diese coole Sonnenbrille kaufen gehen. Okay, Dakota, dann machen wir das so. Dirk hat die Brille vom Ständer genommen und ist damit zur Kasse gegangen. So, damit mache ich bestimmt alle neidisch. Okay, wenn du meinst. Bist du noch immer nicht überzeugt? Ich gebe mein Geld eben lieber für andere Sachen aus. Für Geschenke für deine Freunde zum Beispiel? Ja, zum Beispiel. Das sollte ich auch lieber tun. Aber manchmal darf man auch ruhig mal etwas Verrücktes tun. Was ist denn daran verrückt, sich eine Sonnenbrille zu kaufen? Hä? Oh, warte kurz hier. Ich glaube, da hinten ist ein Freund von mir. Willst du nicht, dass ich mitkomme? Ich möchte nicht, dass jemand anderes sich in dich verknallt. Ich behalte dich lieber für mich allein. Ah, danke, Dirk. Aha. Kaum war Dirk im Laden verschwunden, spürte ich, wie mich jemand am Arm fasste. Sowas, Valkyria, dich habe ich ja ewig nicht gesehen. Ich bin zusammengezuckt und habe mich umgedreht. Wer bist du denn? Aber du siehst niedlich aus. Du siehst ja süß aus, wer bist du? Ah, okay, ich sehe schon. Leti. Leti? Laeti? Ich nenne sie Leti. Sie ist eine frühere Klassenkameradin von mir. Sie war auf derselben Schule wie Kentin und ich. Das ist echt verrückt. Du wirkst jetzt viel selbstbewusster. Ich hätte dich fast nicht erkannt. Findest du? Ja, du wirkst nicht mehr so schüchtern. Bestimmt deshalb, weil die Brillenschlange dich endlich in Ruhe gelassen hat. Ach, du Arme. Du hast mir immer so leid getan. Er war wirklich peinlich. Meinst du Kentin? Er ist mir sogar auf meine neue Schule gefolgt. Oh je, oh Gott, du Arme. Und ich dachte, sein Vater hätte ihn auf eine Militärschule geschickt. Hat er auch, aber erst danach. Jetzt ist er übrigens nicht mehr wiederzuerkennen. Du würdest dich echt wundern. Damit ich überrascht wäre, müsste er schon mindestens 20 cm gewachsen sein, Bauchmuskeln bekommen haben, sich von seiner Brille getrennt und seinen Haarschnitt verändert haben. Ja, ganz genau. Und? Deine neue Schule? Gibt's dort süße Jungs? Ja. Oh je. Wenn Leti mit dem Thema anfängt, ist das immer ein schlechtes Zeichen. Oh, du Glückliche. Ich hatte schon ewig keinen Freund mehr. In unserer Schule gibt es einfach keine coolen Jungs. Aber warst du nicht mit Mal zusammen? Hm? Doch, aber ohne sein Piercing sah er nicht mehr so gut aus. Jeremy übrigens auch nicht. Jeremy? Ja, erinnerst du dich nicht mehr? Der große Dunkelhaarige, der in Mathe hinter uns saß. Nachdem ich mit Julian Schluss gemacht hatte, war ich mit ihm zusammen. Dann war da noch Theo, Kevin, Daniel, Mehdi. Aber das hat nie lange gehalten. Und jetzt bin ich seit einer Woche Single. Das nennst du also eine Ewigkeit. Okay. Ich glaube, sie würde super zu Dakota passen, oder? Ja klar, oh, ich war noch nie so lange Single. Das ist das Problem mit Leti. Sie ist wirklich nett, aber sie verliebt sich alle 5 Minuten. Das ist gut, so können wir Dakota loswerden.
Das hier ist kein besonders guter Ort, um sich zu unterhalten. Komm, wir gehen lieber ein bisschen nach draußen. Ah, ich kann leider nicht. Ich warte hier auf jemanden. Auch wenn er mich nervt, hat er mir eben geholfen. Bist du mit deinen neuen Freundinnen hier? Nicht so ganz. Sorry, dass ich dich habe warten lassen, Valkyria. Aber ich hatte ihn lange nicht gesehen und hatte vergessen, dass er so viel redet. Mhm. Oh, hallo, hübsche Lady. Er hat Leti angesehen. Deck, das ist Leti, eine Freundin von meiner früheren Schule. Freut mich. Oh oh. Mich auch. Oh Gott, es ist soweit. Sie ist schon in ihn verknallt. Wie heißt du und woher kommst du? Auf welche Schule gehst du? Ich melde mich dort sofort an. Oh Gott. Wie lustig. Dirk hatte mich bei unserem ersten Treffen fast dasselbe gefragt. Oh, immer langsam. Ich bin Dirk und komme aus Australien. Ich bin nur für eine Woche hier. Es lohnt sich doch gar nicht für eine Woche. Ich meine, wir müssen ja davon ausgehen, dass diese Sweet Amores Schule in Frankreich ist. So, alleine wenn man von Deutschland nach Australien fliegt, ist man mindestens 32 Stunden unterwegs. Es lohnt sich für eine Woche nicht. Da muss man mindestens 3 Wochen machen, damit es sich lohnt. Aber okay, wir sind hier bei Sweet Amores. Das ist kein Problem. In einer Woche kann viel passieren. Ich könnte sie mit Dirk verkuppeln und ihn so ganz unauffällig loswerden. Oh nein, ich lasse nicht zu, dass Leti mir Dirk wegschnappt. Ich muss ihr klar machen, dass er mir gehört. Nein, ich finde, die wären ein süßes Paar. Und sie ist ja scheinbar verzweifelt, dass sie so lange keinen Freund mehr hat. Also, warum nicht? Wir verkuppeln sie. Psst, Valkyria. Leti hat mich am Arm gefasst und nach hinten gezogen. Was ist denn? Ist das dein Freund? Das hättest du auch fragen können, bevor du dich an ihn ranschmeißt. Es tut mir leid, aber er ist so süß. Das war so ein Reflex. Er ist also dein Freund? Nein, überhaupt nicht. Oh, das ist ja super. Könntest du uns da nicht miteinander verkuppeln? Er sieht so gut aus. Gerne, aber ich weiß nicht genau wie. Normalerweise schaffst du es auch immer ganz allein mit den Jungs, die dir gefallen, auszugehen. Ja, aber das waren alles Jungs aus meiner Schule, die ich kenne und ich weiß, was ihnen gefällt. Aber, Dirk weiß ich nichts. Okay. Ich kenne Dirk überhaupt nicht. Kannst du mir helfen? Naja, besonders viel weiß ich auch nicht über ihn. Außer, dass er gerne surft. Er ist Surfer. Oh, wie cool. Komm, wir gehen zu Wingia. Und warum? Du wirst schon sehen. Ich habe eine Idee. Okay. Was macht ihr beiden denn hier? Es war Letis Idee, herzukommen. Ich wollte sehen, ob sie vielleicht Zeitschriften zum Surfen haben. Das würde ich gerne eines Tages lernen. Dafür ist hier nicht gerade der richtige Ort. Die Wellen der Region sind nicht so besonders. Ich werde es trotzdem versuchen. Sie hat ein dickes Buch. Schön. Sie hat ein dickes Buch mit dem Titel Surfen für Anfänger aus dem Regal gezogen. Stell das wieder zurück. Surfen ist eine Kunst, das lernt man nicht in Büchern. Und woher willst du das wissen? Weil es eins meiner Hobbys ist. Als ob sie das nicht gewusst hätte. Dieses kleine Biest. Oh, wirklich? Könntest du es mir dann nicht vielleicht beibringen? Das ist bestimmt 100-mal besser, als diese Bücher hier zu lesen. Ah, verstehe. Das war also ihr Plan. Wenn wir die Gelegenheit dazu haben, warum nicht? Ihr solltet jetzt sofort gehen. Leti redet in der Schule von nichts anderem mehr. Ich dachte, sie wäre eine ehemalige Klassenkameradin von dir. Daran sieht man, dass es wirklich schon lange ihr Traum ist. Mhm. Wir reden nochmal darüber, okay? Wie du möchtest. Meinetwegen.
Oh Mist, er scheint nicht besonders begeistert. Ich muss mir etwas anderes einfallen lassen. Also, wenn du $250 hast, kannst du dir dieselbe Sonnenbrille kaufen wie er. Hm? $250 für eine Sonnenbrille? So viel haben meine Schuhe gekostet. Oh Gott, bin ich etwa die Einzige, die nicht solche gigantischen Summen für Kleidung und Accessoires ausgibt? Bin ich übrigens auch privat überhaupt nicht. Also ich hasse Schuhe shoppen, ich hasse Hosen shoppen. Das ist, glaube ich, das Schlimmste überhaupt. Und auch so gebe ich ehrlich gesagt auch nicht so viel Geld dafür aus. Markenklamotten sind gar nicht meins. Ich bestelle sehr gern in Katalogen oder auch im Internet. Am liebsten EMP. Aber $250 für irgendwelche Accessoires auszugeben, finde ich echt ein bisschen krass. Okay, weiter im Text. Wenn die Masche mit den Gemeinsamkeiten nicht funktioniert, muss ich es eben mit der Verführungstour versuchen. Okay, und was verstehst du darunter? Da vorne ist ein Modegeschäft. Ja, aber eins für Männersachen. Dann versuchen wir es im Unterwäschegeschäft. Was? Oh Gott! Waren wir schon beim Unterwäschegeschäft? Ich glaube nicht, oder? Waren wir da schon? Ich kann mich nicht daran erinnern. Microgames. Claras. Unterwäsche haben die scheinbar nicht. Wir haben hier doch kein Unterwäschegeschäft gesehen, oder? Wie bitte? Ach, da, okay. Um Himmels Willen, Leti, was hast du bloß vor? Mal sehen, ob ich einen neuen Bikini finde. Das war's nur. Warum willst du denn jetzt ein Bikini kaufen? Weil ich sogleich zum Surfen an den Strand gehen kann. Ah, okay. Ihr beiden passt wirklich gut zusammen. Eine genauso stur wie die andere. Bin ich doch gar nicht. Guck mal, Jake. Welcher gefällt dir besser? Der lilafarbene oder der rote? Sie sind wirklich hübsch. Ich stehe nicht besonders auf Einteiler. Oh, dann nehme ich den Bikini hier. Der ist besser. Pass auf, Valkyria. So bekommt man die Jungs herum. Das hilft dir bei den süßen Typen in deiner Schule. Da haben wir nicht die gleiche Vorstellung von herumbekommen. Ich kann mir nicht vorstellen, die Jungs aus meiner Schule mein Outfit wählen zu lassen. Nein, nicht wirklich. Sind sie etwa verklemmt? Oh Gott, Leti. Nein, aber das ist nicht so ganz meine Art. Du bist einfach zu schüchtern. Man muss manchmal die Initiative ergreifen. Ich dachte, du wärst jetzt selbstbewusster geworden, aber es sieht so aus, als schiene das nur so. Was meinst du? Es gab einige Jungs, die dich toll fanden und versucht haben, dir das zu zeigen. Aber du hast immer so getan, als würdest du davon nichts mitbekommen. Wenn ein Junge rot wird, sobald du ihn anlächelst, liegt das daran, dass du ihm gefällst. Da brauchst du nicht auf den Boden starren und dich fragen, warum er rot geworden ist. Das habe ich auch nie getan. Okay, habe ich wohl doch. Oh, okay, stimmt. Manchmal weiß ich nicht so genau, warum sie rot werden, aber ich lasse euch beiden lieber allein. Ich fühle mich in diesem Laden irgendwie nicht wohl. Hm, na gut, dann nicht. Wenn beim nächsten Mal einer der Jungs rot wird, frage ich ihn, ob ich ihm gefalle. Was? Ich hoffe bloß, ich bin mutig genug. Nein, das tust du nicht. Valkyria, kann ich einen Moment mit dir sprechen? Ja, natürlich. Wo ist denn Leti? Sie bezahlt gerade ihren Bikini. Ich werde mir eine Badehose kaufen. Dann bringst du ihr also das Surfen bei? Ja, sie scheint wesentlich lieber ihre Zeit mit mir zu verbringen als du. Ich geb's also für dieses Mal auf. Dieses Mal? Soll das heißen, wenn ich ihm noch einmal begegne, wird er es wieder versuchen? So, ich habe mein Bikini. Gehen wir jetzt deine Badehose kaufen? Oh, süß. Ihr könnt da ja gleich in der Umkleide verschwinden, ihr beiden. Hm? Ja, ich habe Valkyria gerade erzählt, dass wir beide zusammen surfen gehen. Wir beide? Das heißt, du kommst nicht mit?
ich werde nicht für euch den Anstandswauwau spielen. Oh, schade. Ich hatte mich gefreut, ein bisschen Zeit mit dir zu verbringen. Du kannst mich in der Schule besuchen, wenn du möchtest. Hier ist die Adresse. Was? Ihr könnt euch nicht mal so privat treffen? Das muss immer gleich in der Schule sein? I don't get it. Ich glaube, ich lasse es auch lieber. Okay, das mache ich bestimmt. Bis bald und danke für die kleine Shopping-Tour. Es hat mir wirklich gefallen. Kein Problem. Viel Spaß. Sie sind in Richtung Julien gegangen. Oh, endlich! Ich bin frei! Oh.